Liebe Clubfreunde, wir befinden uns heute in einer Ikone der Medienstadt, nämlich das Sein, ein Hochhaus mitten im Medienhafen. Und begrüßen mit voller Freude einen Gast aus München, der extra heute angereist ist, nämlich den CMO, den Chief Marketing Officer von Microsoft. Und ich habe kurze zwei, drei Fragen an Sie. Die erste wäre, warum ist angeblich eine E-Mail schon ein Cloud-Service? Also eine E-Mail ist ein Cloud-Service, weil er ja nicht auf Ihrem Computer liegt. Der liegt nicht auf Ihrer Festplatte, sondern der kommt magisch von irgendwoher. Und das liegt in der Cloud. Ein sehr anschauliches Beispiel. Welchen bleibenden Mehrwert wird denn Cloud Computing sowohl für den Geschäftskundenbereich als auch für den Privatkundenbereich hinterlassen eines Tages? Ich glaube, richtig anfassbar wird es dann, wenn Sie sich Ihr Smartphone vorstellen und ohne dass viele heute einfach nicht mehr zurechtkommen im täglichen Leben. Und damit meine ich jetzt ja nicht nur das berufliche Leben, sondern auch das private Leben. Und wenn man ein Smartphone anguckt, dann fängt es auch nur dadurch an zu leben, dass man eigentlich auf Rechnerleistung zugreifen kann, auf die besagte E-Mail zugreifen kann, seine Musik sich anhören kann, Bilder abspeichern kann etc. Wenn man das alles auf diesem kleinen Gerät machen würde, wäre das sehr, sehr schnell voll und man müsste sich dann ein neues kaufen. Das heißt also, nicht nur IT-Abteilungen beschäftigen sich jetzt damit, sondern es müssten sich eigentlich auch die Business-Entscheider langsam damit beschäftigen, Cloud Computing einzuführen. Ja, also was mit Cloud Computing was Neues ist, ist wirklich, dass auch ganz kleine Unternehmen zum Beispiel, also Gründer, in der Lage sind, auf eigentlich unbegrenzte Rechenleistungen zuzugreifen und Speicherplatz zu nutzen. Ja, das war ja bisher immer nur Großunternehmen vorbehalten. Und allein dadurch, dass das jetzt möglich ist, gibt es natürlich eine ganz neue Dynamik. Von daher, wenn sich ein Business-Entscheider nicht um das Thema Cloud Computing kümmert, weiß er gar nicht, was für Möglichkeiten es eigentlich damit heute gibt. Mhm. Ja? Auf der CeBIT war was ganz Interessantes zu sehen. Sie hatten da eine virtuelle Stadt gehabt, ein virtuelles Wohnzimmer und gezeigt wurde Microsoft Windows 8. Und zwar eine Beta-Version, eine ganze Menge Neuigkeit zeigten. Was wollen Sie unter Beweis stellen, eines Tages Apple Store oder Google mit seinem Betriebssystem Android zu überholen? Na, wir glauben einfach daran, dass die Welten zusammenkommen. Ja, also man sieht das auch nochmal am Beispiel Smartphone, das nehmen Sie sowohl geschäftlich als auch für private Nutzung. Und wir glauben, dass die Welten zusammenkommen. Das heißt, wenn Sie ein Tablet haben, dass Sie auch über ein Tablet zum Beispiel Business Intelligence Daten aus Ihrem Unternehmen abrufen können, die ganz einfach anschauen können, wirklich auch Veränderungen dort vornehmen können. Das kennen Sie aber auch vom PC. Und wir glauben einfach daran, dass es gut ist, wenn Sie nicht bei jedem neuen Device einfach mit einem neuen User Interface auseinandersetzen müssen. Und was Windows 8 das erste Mal macht, ist, dass es wirklich Ihnen die Möglichkeit gibt, das Bekannte auf dem PC weiter zu nutzen, Windows mit Tastatur und Maus, aber auch Touch-Enabled Tablets und natürlich Smartphones, die ja auch Touch-Enabled sind, die in genau der gleichen Art zu nutzen. Sie haben damit eine Durchgängigkeit, einfache Bedienung und für die Developer heißt das, sie müssen ihre App eigentlich nur einmal schreiben und ist damit für alle Geräte auch gleichzeitig nutzbar. Und das ist natürlich für die einen großen Vorteil, wodurch wir aber auch ordentlich aufholen werden in dem ganzen App-Rennen, was ja heute so stark diskutiert wird überall. Ja, also wir erwarten damit einen hochspannenden Vortrag von Ihnen, der uns ein bisschen Licht in die Zukunft werfen lässt. Und wir wollen uns hier nochmal bedanken, dass Sie extra aus München angereist sind, um hier vor dem Düsseldorfer Marketing Club Ihre Microsoft-Inhalte zu präsentieren. Dankeschön. Vielen Dank. Mitglieder möchten wir darüber sprechen, was Sie sich unter Cloud Computing und dem heutigen Abend vorstellen. Also ich sage ganz ehrlich, ich finde Cloud Computing faszinierend, weil wir ja einen Rückschritt auf die 60er Jahre machen. Wenn ich zurückdenke, was wir in den 60er Jahren hatten, da hatten wir einen Mainframe-Computer und sehr viele Dump-Terminals und die ganzen Daten waren auf dem Mainframe und jetzt mit Cloud Computing machen wir eigentlich genau das Gleiche. Was mich interessieren würde, wäre, wenn der heutige Redner ein bisschen auf diese Sicherheitsvorkehrungen und sowas eingehen würde, weil da weiß ich noch nicht so genau, wie man so darüber denken soll. Wir freuen uns, dass wir hier sind und wir hoffen, dass wir was erfahren. Aber wenn ich das Wort Retro schon gehört habe, freue ich mich, dann bin ich hier wieder hin. Er hat für seine Firma einen großen Auftrag an Land gezogen. Leider fehlt ihm dafür jedoch die nötige IT-Infrastruktur.
Nun muss er sich für viel Geld viele Server kaufen, die er aber nach Abschluss des Projektes gar nicht mehr braucht. Lukas ist ratlos. Sein Freund Frank, der sich mit Computern auskennt, sagt ihm, dass Cloud Computing eine sehr praktische und kostengünstige Lösung bietet.